So, ich möchte diese kurze Pause vor dem letzten Konzert, vor dem Festivalabschluss einmal nutzen, um das ganze Team vorzustellen, mit dem wir in diesem letzten halben Jahr unter spannenden Bedingungen dieses Programm gemacht haben und auch versucht haben, draußen viel zu verhindern und in der Stadt und so weiter. Zunächst mein lieber Kumpel Klaus Arndt als Geschäftsführer der Mörs Kultur. Klaus Arndt! Wir kennen uns seit Schulzeiten. Wir haben zusammen Jazzrock gemacht, als wir noch glaubten, Jazzrock wäre die Zukunft. Also, wir reden heute Abend auch bei Weg aus dem Jazz mit. Dann Eva Marxen. Eva Marxen hat innerhalb von 3 Tagen das ganze Programmheft zusammengeschrieben. Sie hat alle Medienpressekontakt gemacht, sie hat Bandvorschläge gemacht. Wir haben Nacht bis 3 Uhr im Büro gesessen und die Sachen korrigiert und Dinge gerettet. Eva Marxen, Riesenapplaus. Mag die Bühne gar nicht, aber er hat sie sowas von verdient. Sebastian Schwenk macht das Booking, macht die ganze Orga im Hintergrund, die ganze Produktion vom Shuttle über Hotelbuchung, über Flugbuchung. Hier sind im Hintergrund 1000 Brände passiert und Bomben eingeschlagen, also figurativ. Und er hat all diese Sachen unter Kontrolle, hat noch jeden Künstler pünktlich auf die Bühne bekommen und so weiter. Sebastian Schwenk, ein Riesenapplaus. Rebecca Hammerath, sie hat eigentlich alles geregelt, unterm Strich. Alles, was wir liegen haben lassen, hat sie zu Ende gearbeitet. Sie hat aber auch noch ein paar sehr kreative Ideen gehabt, zum Beispiel dieses LED-Banner draußen. T-Shirts waren deine Idee, also ganz viele Dinge. Ich will jetzt nicht sagen, doch die gute Seele, das können wir auf jeden Fall sagen. Und die Frau für alles. Rebecca Hammerath. Dann möchte ich unsere beiden Praktikanten auf die Bühne bitten, die eigentlich wieder im nächsten Ring noch mehr ausgebadet haben und Räume aufgeräumt haben, Instrumente geschleppt haben. Henning Vetter und Fabian Isfort. Ihr seid die Geilsten. Vielen Dank. So, jetzt mache ich das on the fly. Katrin Baumer, Social Media. Tobias Pavetko, Finanzen. Hendrik Lühnemeier, interne Organisation. Oliver Lundlein, Produktion. Anna-Rita Schumann, Artist Relation. Ansgar Blumenstein, er hat alle Volunteers organisiert. Denise Jacobi, er hat den Backstage-Bereich organisiert. Dirk Küchel, der Stage-Manager, immer dafür sorgt, dass alle wirklich auf der Bühne sind. Angela Burda, die das Ticketzelt vorne organisiert. Ariane, die Schattendienst organisiert. Philipp Flug, der das Internet für die Homepage gemacht hat. Ratte für WLAN, Wi-Fi, Sebastian Schlüssel, Lea, Malte Jenig, der das Plakat gemacht hat. Und den wunderbaren Cartoon, Spitzbart, Malte Jenig. Und Johannes Liebel, mein persönlicher Assistent. Jetzt will ich vorstellen, dass hier alle eine Reihe liefern, die ich noch trete, damit es um die Instrumente geht. So, es ist noch viel mehr. Ich ziehe das jetzt durch. Wir haben ja jetzt Zeit. Okay, kommt einfach mal alle rein, ich werde es jetzt dabei erzählen. Norbert Knamm, er macht draußen den Händlermarkt, den ganzen Bereich des Festivals. Jan Klare, Thorsten Zöpf, den Christian Vorne, Laura, Jan Jansen, Thomas von Bell, die kümmert sich um Strom und Wasser, Rüdiger Eichholz, Palettenmöbel, Sascha Riemann, Tiere,
Kinder und Aktion. Okay, dann möchte ich mich einfach bei dem Eismeister drüben in der Eishalle, Herrn Meixner, denn ich kann ja jetzt mal nicht weg. Horst Zittrich, der den Infostand betreut. Da ist er, Herr Meixner, super. Horst Zittrich, den Infostand und seine Kollegen. Und jetzt kommt noch ein Riesendank an das Team der Firma Contour, die hier in unglaublicher Zeit diese ganzen Umbauten gemacht haben. Die Firma Contour, Frank Kasper, Ernie, Olli, Thomas. Und ganz oben, Udo Barth, was man selber wissen, was man da sieht. Thomas Klopp, Anton. Komm, wir müssen ja mal selber wissen, was man da sieht. Udo Barth, Thomas Klopp, Ernie. Super Sound, super Licht, vielen Dank. Ich bin mal noch hier, großartig. Dann gibt es die zweite Firma, die die ganzen Außenbaustellen gemacht hat, die Außenbühnen, die Spielorte in der Innenstadt, die Firma Höhnerbach, geleitet von Fabian Dirsch. Und da gibt es eigentlich, ich glaube, 20 Kollegen, der ist jetzt ganz alleine hier, die überall in der Stadt unterwegs sind und arbeiten. Und was genauso wichtig ist wie die ganze Technik, sind die Backliner. Joachim Heringer, der in der ganzen Stadt und hier natürlich, ich glaube, 5 oder 6 Flügel und Klaviere gestimmt hat, 4 Tage lang. Ich weiß gar nicht, ob der noch ein A vom B erscheinen kann. Joachim Heringer, Klavierstimmung und Flügel. Ingo von Rücken, Backline, Schlagzeugen, Julian Jansen und sein Team. Ich hoffe, sie sind schon wieder dran. So, bei einem Menschen möchte ich mich besonders bedanken für seine Geduld mit uns Azubis. Wir sind ja alle Azubis, sind alle im ersten Lehrjahr hier. Das ist hier der Hallenmeister. Stefan Nickel, er hat uns wirklich mit seiner Geduld für uns vorgeführt. Stefan, vielen Dank. Der kennst du wirklich jede Lampe in den Schrauben. Dann gibt es Hütte der Wind, die können jetzt auch an den Strauß, das Team der Kölner Hochschule für Medien, das Team der Düsseldorfer IMM und hinten sind, ich glaube, 27 Leute vom WDR, die auch die ganze Zeit arbeiten. WDR 3, ein Riesenapplaus. Den schönen guten Abend. So, ein Riesendank geht an die Security, Basic Security. Daniel hat das alles organisiert. Es gab natürlich ein paar Fragen. Das Publikum war mit der Situation neu konfrontiert. Riesenapplaus für euch, ihr habt das super gemacht. Hat man auch schon gemacht. So, und trotz all dieser Profis wird das immer noch nicht funktionieren hier. Einfach gar nicht. Denn ohne Volunteers und Freiwillige würde nicht die Hälfte stattfinden und würden wir auch gar nicht die Türen geöffnet haben können. Also, Michael Schumacher organisiert seit Jahren das Team der Volunteers. Die Türen. Danke euch.
meistens mit Musik weitermachen. Also, so, jetzt habt ihr aber auch genug Applaus runter. Nein, also jetzt kommen wir wirklich zum Schluss. Bühne frei für einen unglaublichen Festivalabschluss, wie ich finde. Gerne, hat Spaß gemacht. Der Musiker, der jetzt auf die Bühne kommt mit seinem Trio, ist für mich irgendwie touched, irgendwie von da oben berührt.